Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind wieder zurück zu Europa Universalis 4 mit der immer noch sehr übertriebenen Challenge. Wobei ich sagen muss, ich habe mir überlegt, wir werden wahrscheinlich doch ein bisschen früher aufhören, weil ja, wir haben ja alles gesehen. Wir haben ja alles gesehen und wenn dieser Punkt kommt, wo wir problemlos auch gegen die nicht vorhandene Koalition kämpfen könnten, ist auch der Punkt, wo wir wahrscheinlich Pause machen werden. Aber trotzdem, schönes Projekt, hat mir viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, die zwei Nachfolgeprojekte stehen auch schon fest. Das nächste wird nochmal ein bisschen so Fun mit den Vessel Only. Und dann kommt wieder ein Serious-Projekt. Aber da sage ich noch nichts zu. Da habe ich schon ein bisschen ausprobiert und das ja, läuft nicht so, wie sich von Krabbenhausen das vorstellt. Also sagen wir mal so. So, die Frage, wen erklären wir jetzt den Krieg? Savoyen zum Beispiel, können wir komplett schlucken, das ist so ein richtiges kleines Bumsloch. Gut, bekehren tun wir auch noch nebenbei. Meine Überdehnung hat einen kritischen Wert erreicht, ja, bla bla. Ding ist übrigens, falls ihr es mitbekommen habt, ich bin protestantisch geworden. Kirchenmacht komplett durchgepumpt, aktuelle Einnahmen von 6. Ich finde es interessant, dass wir einfach keine Einnahmen haben, so trotz allem, Geld ist quasi nicht vorhanden. Ja gut, könnt ihr auch mit unseren 480.000 Mann im Jahr 1550 zusammenhängen. Bin mir jetzt aber nicht so sicher. Also auf alle Fälle snacken wir uns Lüttich oder so, keine Ahnung. Kein Kriegsgrund, perfekt. Romand und Frankreich werden unterstützen, ideal. So, Stabilität ist leider ein bisschen gedroppt, aber wen juckt's? Wen juckt's? Wen juckt Stabilität? Mir nicht. Und das jetzt? Ah, ich hatte noch Auto-Siege an. Nee, hä? Okay, die haben sich einfach automatisch bewegt und ich weiß nicht warum, aber egal. So, ich glaube nicht, dass die Franzosen in der Lage sind, auch nur kleinen, normalen Widerstand zu leisten. Wo ist denn Ormond eigentlich? Ist wieder die Boys da oben, ne? Ja, ich habe eine provisorische Flotte schon mal zusammengebaut, aber... Weiß nicht, ob ihr das seht, aber... Error 404. Flotte quasi not found. Was kostet mich der Scheiß? 6.300. Also bei den beiden können wir es machen. Bei den anderen Boys noch nicht. Das, die Punkte brauchen wir andersweitig. Okay, das Ding ist sehr schnell gefallen. Da stützen wir mit die Offensive auf die Lecker Baguettes. Das ist der Klassiker. So. Egal welches Jahrhundert du hast und wie es ausschaut. Deutsche Nationen machen immer französische Nationen kaputt. Übrigens jetzt in der Zwischenzeit natürlich auch die Reformationszentren gehen mir richtig auf den Sack. Ihr sollt aufhören, hier was reformieren, weil ich bin nämlich protestantisch. Einzig Gute ist, dass sich das hässliche Reich aufgelöst hat. Das spart mir einen Haufen Arbeit und viele graue Haare. Lüttich ist gefallen, die machen natürlich auch weg, logischerweise. Und Frankreich sieht mir jetzt auch nicht so aus, als ob die hier irgendwie Interesse daran hätten, Widerstand zu leisten. Obwohl sie angeblich 47.000 Mann haben sollten, aber... Keiner weiß, wo diese 47.000 Mann sind. Und wir bekehren weiter. Meine religiöse Einheit ist bei 95%. Einfach aufgrund unserer Toleranz von 25%. Das ist schon relativ nice. Kann das noch kurz erobern? Ja. Das Problem mit Ormond ist die französische Flotte mit 47 Schiffen. Ormond wird wahrscheinlich auch Schiffe haben. Denke ich jetzt einfach mal. Ja, 4 Schiffe und... Gut, die haben keine... Ne, warte, ich schaue gerade ganz falsch. Wo sich da 13 Schiffe haben die. Die haben 36 Schiffe. Die haben 4 Schiffe. Gut, ich habe... Wir können einfach mal ein bisschen rumsegeln. Okay. Stimmt, ich bin so blöd, Alter, lol. bin ja nicht nur militärisch überlegen. Bin auch flottentechnisch überlegen. Wow. Da musst du schon blöd sein, dass du das schon wieder vergisst, echt. So, autonomes Belagern. Okay, was wollen die hier? Die wollen auf die Schnauze, so wie es ausschaut. Damit sind 20.000 Franzosen dem Untergang geweiht. Sehr schön. Und bei euch machen wir auch Carpet Sieging. Dort, dort, dort. Bei den anderen. Dort, dort, dort. Ja, und die da oben, die machen wir selber. Weil wir haben da eh schon alles erobert fast. Können wir das kurz stürmen? Hat gerade Bock da rein zu rennen. Wir haben eh 330.000 Mann in der Rekrutenreserve. Ah ja, sehr schön. Hat nicht funktioniert. Eure Friedensabkommen könnt ihr euch in die Haare schmieren. Ihr habt kein Interesse an eurem billigen Frieden. Haben wir Rebellen? Ja, jede Menge. Toll. Warum
immer so viele Rebellen? So, was ist so diese Intention dahinter, dass man mir den ganzen Tag als... Oh, das ist geil. Dass mir den ganzen Tag als Rebell auf die Nerven geht, wo ich schon kein Geld habe, wo ich auf die Privatinsolvenz zusteuere den ganzen Abend. Okay. Dadum, Lütte, ich möchte Frieden. Und wir können wieder bekehren. Machen wir weiter. Der Protestantismus ist das einzig wahre. Die Franzosen übrigens auch mit dem Versuch. Ganz lustig eigentlich, neue Truppen auszubilden. Aber das bringt natürlich nichts. Das ist natürlich verlorene Lebenszeit. Unten sind französische Truppen, drei französische Mini-Armeen. Und das ist eine relativ beschissene Situation hier. Da unten zu spawnen. Das ist jetzt nicht ganz so meins. Da kommt die eh nicht rechtzeitig an, oder? Hat er Landshut vielleicht? Ah, die sind auf Rückzug. Scheiße. Ah, Mann, oh. Dann könnt ihr euren Force March auch ausmachen. 50 Admin-Macht oder 50 Prestige. In dem Fall nehmen wir dann natürlich die Admin-Macht, da wir Prestige voll sind. Ja, großflächiges Belagern dürft ihr da aufhören, weil... Gründe. Erobern jetzt einfach mal die letzten verbleibenden Regionen hier mit den letzten französischen Armeen. Und sobald die Franzosen keine Gebiete mehr haben, können sie bekannterweise auch keine Truppen mehr ausbilden. So, was wir jetzt noch machen, ist einmal nach Ormond drüber. Dafür müssen wir natürlich unsere Truppen transportieren. Das können wir aber auch glücklicherweise, da wir eine relativ starke Armee haben. So, mal gucken, wie viele Truppen wir da jetzt rüber geschickt haben. Das ist gleich 30.000 Mann, ne, 14.7. Das ist quasi die Hälfte. Und natürlich nehmen auch wir da die Diplom-Macht. Was bringen wir denn das? Regierungslevel plus 250. Na, schau an. Regierungslimit haben wir damit jetzt fast keine Probleme mehr tatsächlich. Was war jetzt das Problem hier? Ja, weil unsere Autonomie im Arsch ist in unseren Gebieten. Ist ja nicht so, als ob ich das absichtlich machen würde. So, Frankreich, wie wär's mit Frieden? Mein Arm tut weh, by the way. Also plündern werden wir euch nicht mehr. Wir nehmen uns einfach Gebiete. Sehr schön, sehr viele Gebiete. Ach, schade. Sehr teure Gebiete leider auch. Ach komm. Alles Koren. So, ja, Frankreich ist damit leider nicht so geschädigt, wie es mir eigentlich lieb wäre. Die Franzosen da doch leider ein bisschen... Ja, mit Glück, dass wir aktuell noch nicht so viel erobern können. Mal schon mal sagen, schon ein bisschen Glück dabei. So, Hauptstadt von Ormond ist ebenfalls Geschichte. Ich denke mal, ich werde die auch komplett schlucken. Dann haben wir nicht hier eine Ausgangslage, hier oben weiter zu arbeiten. Und dann können wir uns quasi Großbritannien, ja, oder erst Schottland, erst Großbritannien, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Genau, konvertiert mal alles hier schön. Dup, dup. Alter, boah, bin noch Jahre beschäftigt. Da bin ich ja noch Jahre beschäftigt, wenn ich es machen will. Wir machen natürlich nicht so lange. Koalition. Glaubt ihr doch selber nicht eure Lügen mit der Koalition, Alter. So. Die eine Armee lassen wir da, die muss ich auch da lassen. Zwecks Aufstände und so. So, und Lüttich, gucken. Wir sehen hier, die Kriegsscore-Kosten sind auch hier wieder zu hoch. Also wir können auch hier nicht alles erobern. Aber vieles. So. Damit haben wir den nächsten nervigen Flecken weg. Und dann würde ich sagen, als nächstes kümmern wir uns dann um Savoyenne. Aber jetzt warten wir erst wieder das obligatorische Jahr. Was ist eigentlich aus meinem Großprojekt in Köln geworden? Stimmt eigentlich, wo ist denn das? Köln. Das Ding ist, was bringt mir das jetzt eigentlich? Kirchenmacht. Ah, jetzt ist es Kirchenmacht. Friedenskosten, Zwangskonvertierung, minus 10%. Ach so. Okay. Loyalität. Wisst ihr, das Ding ist, es bringt mir überhaupt nichts. So wirklich. Außer Geld, was ich investieren muss, um es zu finanzieren. Aber wir machen Schulden, wir haben Schulden. Warum muss man denn immer Schulden haben? Autonomie natürlich auch überall sehr, sehr hoch.
Das Einzige, was wir jetzt hier wieder machen könnten und jetzt auch werden, wäre neue Staaten gründen. Das Ding ist, natürlich auch keine Ahnung, was jetzt hier schon Staat ist und was nicht. Da kann ich jetzt einfach nur, nee, das schaut genau so. Hey, da muss man wieder aufpassen. So, das erhöht natürlich die Einnahmen. Ne, klar, erhöht die Einnahmen, aber pusht auch unser Regierungslimit nach ins Nirvana. So, das können wir alles nicht coren. Das können wir noch coren. Jetzt habe ich leider keine Diplomacht mehr. Admin-Macht, meinte ich. So, also minus 10 auf minus 13. Das ist genau das, was ich erwartet hatte. Nicht. So, Autonomie runter. Macht meine Steuereinnahmen runter. Was sind das hier alles? Obergeldern. Was ist das? Metz. Dann hier mit eurer... Mit eurem Hass hier. So, alles zu kämpfen. So, ja, Überdehnung. Die Überdehnung ist natürlich auch immer ein großer Negativpunkt. Okay, also. Was wir jetzt machen werden, ganz kurz, ist tatsächlich... Okay, kurz gucken. Autonomie. So. Ödenburg. Bestimmt ist es da öde. Darf ich das so sagen? Ist es erlaubt? Einfach ein Gewinn. Plus 2. Plus 3. Sehr schön. Da. Und da kommen auch schon die ersten Irren. Na gut. So, ihr geht dort. Wir erklären jetzt auf alle Fälle Savoyen den Krieg. Das sind nämlich sehr unentspannte Zeitgenossen. Kann irgendwas kernen. Konvertieren. Das ist schön, das bringt mir leider überhaupt nichts mehr, als die Leute zu konvertieren. Was ich übrigens mit dieser ganzen... Könnte ich hier Rebellen unterdrücken. Das sind relativ... 71.000? Alter, man kann es übertreiben, echt. Man kann es übertreiben. Warum die überhaupt so viele Männer her? So viel hatte ja nicht mal ich den ganzen Tag. Meine Güte. So, die Schweizer unter saurienischer Kontrolle. Oh, Bretagne, Frankreich, Venedig. Die Franzosen. Hey. Boah, Bruder, will ich einfach keine Punkte ab, um mein Limit zu erhöhen. Alter, was ist denn mit euch? Das ist schon asozial. Mein Fuß juckt übrigens nicht. Wunderbar, ich so komisch rumwippe. Ich tue gerade meinen Fuß an dem Stuhl kratzen. Also an dem Fuß unten von dem Stuhl. Von diesem komischen Stuhl ist so eine raue Kante. Das ist relativ angenehm. Sich da den Fuß reinzudrücken. Muss ich sagen. Macht mir sehr viel Spaß. So, was haben wir hier jetzt? Ihr geht mal dorthin. So, ihr habt euch um die Boys gekümmert. Ihr müsst da oben aufpassen, dass da keiner auf dumme Gedanken kommt. Das ist wieder militärisch. Also Rebellen haben auf alle Fälle genug. Da können wir einfach nur Rebellen unterdrücken. Und gucken, dass wir da möglichst wenig Aufstände in den nächsten Tagen haben. So, ihr kümmert euch mal um die. So, Frankreich, what we gonna do? Eure Mauern kaputt ballern. Gibt's eigentlich eine Schnelltaste? Gibt's echt? Es gibt D, oder was? Nee, fuck, jetzt habe ich irgendwas anderes gemacht. D. Nein! Nicht die Truppen aufteilen. Hier, D. Einfach mit D durch. So, Paris ist wieder gefallen, sehr schön. Das war natürlich die alte Hauptstadt. Da komme ich jetzt durch. Ja, komme ich durch. Truppen desertieren, natürlich. Ich hasse das. Nationalistische Einstellung, das mag ich hingegen. Das ist eine gute Einstellung hier im Spiel. Wenn es auch für meine Seite ist. Was wir jetzt hier machen müssen, ist unsere Army runterschicken, dass wir dann Venedig erobern können. So, wo sind die gespawnt? Ja, klar, die spawnen immer da, wo ich keine Truppen habe, Alter. Metz. Ah, wobei, das war silly. Das ist gar nicht so schlimm. Das ist hingegen mal ein guter Spawn gewesen. Und wir haben eine Mission fertig, nämlich. Ah, Bastion des Glaubens. Ist Verteidiger des Glaubens, religiöse Einheit 100%. Sehr schön, das mag ich doch gerne. Hamburg. Mache ich echt alles dafür, um die zu unterdrücken. Trotzdem mucken die hier so rum. So, dann rückt ihr mal da unten hin vor. Ihr rückt weiter. Naja, weiter zu den Festungen.
Dann können wir auch wieder großflächiges Belagern anschmeißen. Oh, 75.000 Mann, ja moin. Hoffentlich gewinnt das meine Armee überhaupt. Forced March ist schon an. Na, scheiße, okay, dann bleibt da. Und da kommen wir nicht rechtzeitig an, oder? Doch, sehr schön. Sehr schön, so, es geht ja direkt dorthin. Wir haben da alle 10.000 Mann verloren. Ja, jetzt kommen die ganzen Rebellen. Jetzt kommen die ganzen Rebellen. Ach so, Britannien ist auch mit uns im Krieg. Schau an, schau an. Doch, einige mit uns im Krieg, ja? Würde ich fast schon als großen Krieg bezeichnen. Der einzige Unterschied ist, dass sie überhaupt keine Chance haben gegen uns. So, ihr geht dorthin, ihr geht dorthin. Da unten sind nochmal Rebellen. Komm, unsere Überdehnung ist doch gar nicht mehr so groß. Mach doch jetzt nicht so Faxen hier, hm? Relativ teuer auch das Zeug zu konvertieren, sehe ich gerade. 130% Überdehnung angeblich. Ah, Venedig macht uns leider noch ein bisschen zu schaffen hier. Das ändern wir jetzt dann natürlich. Dorthin, dorthin, dorthin. Und unsere Flotte schicken wir dorthin. Wird interesting, weil das natürlich auch eine relativ starke feindliche Flotte. Gucken wir mal, wie wir da jetzt gleich performen, wenn wir da ankommen. Oh, das wird eine tatsächlich ein bisschen härtere Schlacht. Ah, shit. Ah, verdammte Axt. Ah, Mano. Da haben sie uns gegeben. Aber wir kommen jetzt gerade drüber, weil die Flotte im Hafen liegt. Sehr schön. Damit wäre Venedig komplett erobert. Damit können wir Venedig einmal komplett aus dem Krieg rausnehmen und müssen dann uns um die Flotte weiterhin kümmern. Jetzt verlieren wir schon gegen die venedische Flotte. Das wäre dann, wenn wir gegen die britische kämpfen würden. Wollen wir nicht drüber reden, okay. So, autonomes Belagern von der Bretagne. Autonomes Belagern hier unten. Und da und hier und dies und das und jenes. So. Danach. Genau, Venedig holen wir uns auch schon. Plupp, einmal D. Ganz entspannt. Dann können wir Venedig schon mal rauspießen. Wird unsere Überdehnung natürlich wieder in den Himmel schießen lassen. Habe ich eigentlich den Berater, der mir weniger Stabilität, ja, also weniger Unruhe bringt? Den haben wir. Und Venedig ist gefallen, sehr schön. Also Venedig nichts Persönliches, aber ja, geht mir hart auf den Sack. Aber dass wir so wenig Geld, so wenig Gebiete den ganzen Tag fordern können, ist schon echt nervig. So. Alles Kern machen. So, ihr lasst den Kollegen mal wieder hier rüber, bitte. Ja, war eine dumme Idee, oder? Weil jetzt nimmt der nur... Ja, dachte ich mir, jetzt nimmt er natürlich nur von hier unten die Schiffshäfen. Ich meine, wir haben ja trotzdem einige Schiffswerften. Das ist jetzt gar nicht so schlimm. Wird halt länger dauern, aber wir werden es überleben auf alle Fälle. So, wir haben überall noch irgendwo Nationalisten. Da sind welche. Damit kommen wir aber klar. So. Ja, was machst du jetzt noch? Zwangsreligion als Staatserlass. Was sind die denn alle, diese ganzen Aufständischen? Ist alle kaputt gemacht? Sieht mir fast so aus. Nein, mein Lieblingsberater. Oh, scheiße. Brauchen wir unbedingt schnell den Minus Unruhe, weil sonst ist hier gleich, genau, das meinte ich damit. Krawall und Remi Demi. Hier geht mal darüber. Ich habe wieder keine Anführer, die sterben schon wieder alle, wie die fliegen. Ah, ein Sechser. Fünfer. Ganzen Manöver-Boys sind sehr nice. Wo ist denn die schon gespawnt hier? Pass auf, du gehst mal dorthin. Meine Anführer sind jetzt auch nicht mehr so wichtig. Da ist noch einer. Trotzdem interessant, dass die jetzt auf einmal alle sterben hier. Okay, wir haben 86 Militärtradition, Armeetradition. Nee, kein Friedensangebot aus Savoyen, bitte. So, die Franzosen aber wieder hart. Paris und Dingenskirchen, zwei Provinzen, ein bisschen Gold mit dazu, Dankeschön. Mit dem Fall von Paris an uns und Chartres.
Und Paris aber die Notre Dame. Natürlich auch wieder ein christliches Gebäude. Kirchenmacht, Toleranz, wahrer Glaube. Es ist so lame, Alter, das Zeug, ne? Wer braucht denn das? Wer will denn das? Wer will sowas haben, hm? Das ist hier die Frage. So. Das ist englisches Terrain. So. Rebellen. Also ich sehe mal Rebellen, aber ich weiß nicht, wo sie sein sollen. Oder werden die schon immer direkt von meinen Vasallen kaputt gemacht? Kann natürlich auch sein. Ratibor. Da ist Ratibor. Bräuchte natürlich viel mehr Festung. Rein theoretisch in jeder Provinz eine Festung bauen. Bretagne werden wir auch... Oh Gott, jetzt kommen sie alle. Blup. Ja, ja, großflächiges Belagern. So. Nationalistische Einstellung. As always. Bretagne. Weil es nichts Persönliches, das wisst ihr hoffentlich. Alter, das ist teuer. Ziemlich teuer, der ganze Shit, ey. 232% Überdehnung. Eine Armee können wir quasi dort lassen. Aus Gründen. Wir sind jetzt eigentlich nur noch... Jetzt haben wir ja einen Krieg, genau. Dann können wir den auch noch einen schönen Frieden aufzwingen und können die Schweizer Gebiete erobern. Aber hier können wir uns einiges nehmen. Sehr schön. Hervorragend. Meine savoyanischen Freunde, so mag ich das doch. So, schauen wir mal. 27,9, aber jetzt sind wir natürlich dann nicht mehr im Krieg. Ah, 52,86. Jetzt auf einmal, oder was? Ah! Ja, moin. Die Armeen werden gefühlt immer größer, die hier gegen mich ins Feld schmeißen. So, also unsere Flotte wird noch circa 10 Jahre brauchen. Können natürlich einfach eine neue Flotte ausheben. Alter, da oben habe ich gar keine Truppen. Da oben haben wir gar keinen Truppenakteur gegen Hamburger. Die Schlacht verlieren wir gleich noch. Die Schlacht da oben werden wir sogar fast noch verlieren. So, jetzt mal mit den zwei Armeen nach Hamburg. Irgendwann überlagern sie aktuell erstmal nur die Festung. Die erste Weltumsiedlung, Umsegelung der Niederlande. Das ist eine ganz schöne Sache. So, ich denke, das ist auch dieser Moment, von dem ich auch geredet habe. War ein interessantes Projekt, hat auf alle Fälle am Anfang viel Spaß gemacht. War sehr nervenaufreibend. Klar, das mit der Performance am Anfang ein bisschen unglücklich gewesen. Da muss man auch mal wirklich sagen. Haben jetzt 100 Jahre verbracht. Das wird jetzt natürlich 300 Jahre so weitergehen. Deswegen heißt ja der 400-jährige Krieg. In unserer Geschichte hier, in unserer Timeline, die wir hier spielen würden, geht dieser Krieg eben 400 Jahre lang und endet dann höchstwahrscheinlich damit, dass das Krabbenreich am Ende den Besitztum der Welt ergreift. Ah, das war jetzt hier oben. Ah, oh, da oben sind mehrere, sehe ich gerade. Das habe ich gar nicht gesehen. Schau, wieder nicht aufgepasst. Aber das Ding ist, dass wir jetzt, jetzigen Zeitpunkt, eigentlich nicht mehr zu besiegen sind. Also da kann nichts mehr passieren. Das wäre jetzt einfach nur... Ah, ich habe Riga vergessen. Das wäre jetzt einfach nur noch Zeitverschwendung, ganz ehrlich. Da können wir auch neue Projekte machen. Wieder was Interessantes zum Anschauen. Interessante neue Projekte. Finde ich deutlich interessanter dann. Aber könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr solche Projekte findet, wo man einfach mal irgendwas ausprobieren, Supernationen erstellen oder auch, keine Ahnung, gibt ja auch verschiedene Mods, die man spielen kann. Paris, die Franzosen wollen ihre Unabhängigkeit. Traurigerweise ist in Paris nicht mal eine Festung. Dafür haben sie sich daneben eine hingeballert. Ja, und trotzdem war es ein schönes Projekt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich aufs nächste tatsächlich noch ein bisschen mehr. Das Vessel Only. Also nur mit Vasallen. Das wird interesting. Ich weiß aber noch nicht. Also wir werden auf alle Fälle keinen übertriebenen Supercharakter haben. Also wir werden nicht irgendwie so wie jetzt gerade eben 100, 100, 100 haben. Das werden wir nicht. Das wäre natürlich dann too much für sowas. Aber wir gucken mal, wie es läuft. Wir werden auf alle Fälle natürlich Ideen haben, um hier unsere Untertanen sicherlich zu beschwichtigen. Wir müssen mal gucken, was es da so gibt. Und dann schauen wir mal, ob man in die Nähe eines World Conquest kommen könnte mit Vessel Only. Sicherlich, ich habe schon öfter gelesen. Vessel Swarm ist sehr, sehr stark, habe ich schon öfter gelesen. Bin mal gespannt. Es gibt auch Nationen natürlich, wo man dann gezielt nur
Vasallen haben kann. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, als Kaiser des Heiligen Römischen Reichs dann natürlich alle zu seinen Vasallen zu machen. Die Möglichkeit gäbe es natürlich auch. Aber wir werden es natürlich wieder ein bisschen anders machen. Klar, unsere eigene Nation erstellen. Deutlich unterhaltsamer ist. Deutlich interessanter, als einfach dann hier eine vorgefertigte Nation zu nehmen. Korruption bekämpfen ist so teuer, by the way. Achso, weil ich so viel Geld ausgibt dafür. Ja, na, ist ja nicht dumm, damit das Autonomie und so. Wenn man das zum Beispiel senken würde mit der Korruption bekämpfen auf 0, hätte man einen Gewinn von 178. 179, das muss er erstmal schaffen. Vor allem, das verringert auch die Unruhe, ne? Das ist eigentlich schon krass. 0,13 im Jahr. Achso. Ja, jedenfalls das übernächste Projekt wird wieder ein, ja, mehr oder weniger historisches Projekt, in Anführungsstrichen, nicht ganz historisch, aber es ist schon Richtung historisch, das kann man schon mal sagen. So, auf alle Fälle, ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen, hoffe, das Ganze hat euch gefallen, ich fand es sehr unterhaltsam, sehr interessant anzuschauen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüssi.